Die Mutter des Jungen ist tot. Wir sollen ihre Asche verstreuen, auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen, glaub mir. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Vanam, ja. Aber nicht mehr. Es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Schneidet mir meinen Kopf ab. Odins Auge ruht auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Wir tun, was immer wir wollen. Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Mutter. Nein, zurück, Kratos. Das hat nichts mit dir. Nein! Nein, 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 nein. Mein Sohn, mein lieber, süßer Sohn. Und Mutter, da. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Die Riesen nannten mich Loki? Das klären wir ein andermal. Und ich sage an der Stelle nochmal willkommen zu einer weiteren unfassbar guten Folge IDK Gaming for You. Wir spielen exklusiv God of War Ragnarök heute hier am 9.11. um Mitternacht und beginnen ein neues Spiel. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir machen ein ausgeglichenes Erlebnis. Und ja, ich würde mich natürlich über Like, Kommentar und kostenloses Abo sehr, sehr freuen. Hunger? Wohin jetzt? Heim. Der Sturm wird stärker. Ich mach sie fertig. Und was ein Auftakt, Leute. Ihr kriegt das Ganze von mir natürlich in 4K, 60 FPS, direkt über die PlayStation 5 live übertragen. Ich hoffe, das kommt bei euch natürlich auch so an. Und ich freue mich, dass auch schon die ersten von euch eingeschaltet haben. Deswegen ein großer Shoutout und dickes Dankeschön geht raus an den lieben Philipp. Schön, dass du dabei bist.
Soll ich? Und Kratos ist gesprächig wie immer. Und Atreus, aka Loki, ist groß geworden. Bereit. Ja, und seid ihr bereit, meine Lieben? Seid ihr bereit für eine schöne Schlittenfahrt? Wir machen hier den Pfad im Filbur-Winter überleben. Es hat begonnen. Leute, es hat begonnen. Es hat endlich begonnen. Das Warten hat ein Ende. Wir können God of War Ragnarök spielen. Hoffentlich kommt Fenrir schlafen. Ich sag's euch. Vielleicht ist er ja etwas, wenn wir heimkommen. Ab nach Hause. Richtig, richtig geil. Und guckt euch das an. Allein die Steuerung, die Grafik hier, die Wölfe. Kurzzeitig. Nice. Wenn er nur weiter ist, ich gebe ihn nicht auf. Hörst du's? Ja. Ist sie das? Mega geil. Sie ist es. Oh shit. Das Symbol ist nicht weit. Ich schon wieder. Sei bereit. Oh shit, das ist Freya. Ja, dann mal Gas geben. Dann mal lieber schnell Gas geben hier jetzt. So leicht würde sie nicht aufgeben, oder? Sie gibt nie auf. Bleib wachsam. Ja, und die Hintergrundgeschichte, die kennt ihr ja. Ihr habt hier von mir auf dem Kanal tatsächlich hier auch schon. Oh shit. Oh shit. Nicht nur God of War 2018, sondern vor allen Dingen auch God of War 3, das Remastered bekommen. Ich versuch's ja. Chakalaka, gib das. Oh shit. Die Bäume, sie stürzen um. Kopf einziehen. Sie kommt wieder her. Matthäus, ich will nicht. Geil. Verliere den Halt. Warte. Ich hab dich. Alter, ist das geil. Leute, und ich habe hier ein Grinsen auf den Lippen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh nein. Mega. Freya, wir sind nicht deine Freya. Lässt er sich direkt abstechen von ihr. Schwing mich nicht dazu. Oh, fuck, was ein Auftrag. Könnt euch nicht vorstellen, wie krass mein Controller gerade vibriert. Komm schon, hü. Das war ein enges Höschen. Wir sind durch Symbol. Geschafft. Gehen wir nach Hause. Specki, Svagnar, los. Heißt einer der Wölfe Specki? Das ist aber nichts sehr nett. Tut mir leid, ich konnte nicht schießen. Das warte ich auch nicht. Ich hoffe immer, sie lässt uns in Ruhe. Du hast sie gerettet. Ich habe ihren Sohn getötet. Nach so etwas findet niemand Ruhe. So ist es, Leute. Ja. So ist es. Baldirs Tod hat wohl tatsächlich Fimbulwinter ausgelöst. Seit dem Tag schneit es ständig. Glaubst du, es wird je wieder besser? Irgendwann. Aber das Schlimmste steht uns noch bevor. Wir müssen stark sein. Alter, ich habe eine Gänsehaut. Ich schwör's euch, Leute. Ich bin so gehypt. Ich hab so Bock. Guck
guckt euch das an, das sieht so gut aus alles. Fuck. Ist das geil. Ich mach schon. Und ich finde das übrigens gut, dass sie jetzt hier auch schon ein bisschen die Beteiligten bringen und dass sie auch hier jetzt schon so ein bisschen natürlich gerade den ganzen Producern und Entwicklern die Möglichkeit geben, ja, hier auch der Direktion, Eric Williams, ich nehm den Hör. Sich ein bisschen den Ruhm, ja, anzueignen. Und Atreus ist nicht nur größer, sondern auch anscheinend stärker geworden, ja? Füttert er die Wölfe? Ja, selbstständig geworden? Und Kratos sieht gut aus. Scheint auch zufrieden zu sein mit seinem kleinen Scheißer. Alter, Leute. Und jetzt dürfen wir zum allerersten Mal Kratos selber steuern. Ist das geil. Ich höre ihn nicht. Er begrüßt uns. Okay, von den Attacken her ist es immer noch alles dasselbe. Leichter Angriff, schwerer Angriff. Perfekt. Blocken. Ist alles dasselbe. Mhm. Passt. Ist schon gut. Alles gut. Ich weiß, hast mir auch gefehlt. Wo ist dein Futter? Noch Hunger? Na komm schon. Du musst fressen. Friss. Was? Zu groß? Na bitte. Ganz brav. Atreus, es ist bald soweit. Du musst dich bereit machen. Wofür? Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Ist ein guter Junge. Und während wir uns von Fenrir verabschieden, sage ich Hallo zu Berti. Berti, schön, dass du eingeschaltet hast. Stark. Aber jetzt ruh dich aus. Hörst du? Ich komme zurecht. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Oh, Frau. Besso. Sopna. Ethan. Sopna. 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 Trainieren. Was? Nein. Es ist mitten in der Nacht. Die Nacht hält unsere Feinde nicht auf. Es ist wahrlich mitten in der Nacht. Warum?
Wozu? Immerzu trainieren wir nur. Immer. Es reicht nicht. Wollen wir uns ewig verstecken? Wir verstecken uns nicht. Wir wappnen uns für einen Kampf, für den wir nicht bereit sind. Los jetzt. Die Zeit läuft uns davon. Es heißt, auf Fimbulwinter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt. Was auch immer Loki tun sollte, er sollte es jetzt tun. Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Ich sollte draußen sein, rausfinden, wer ich bin, wer Loki ist. Ich erlaube dir nicht, Götter zum Kampf zu fordern. Ich will mit niemandem kämpfen. Ich will nur Antworten. Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen? Vielleicht wollte Mutter das. Wir wissen nicht, was Mutter wollte. Und das werden wir wohl nie. Verdammt, es gibt also wahrscheinlich immer noch ziemlichen Zwist zwischen den beiden. Hör zu. Die Beziehung hat sich noch nicht so viel gebessert. Lässt du mich mit Fendi allein, bevor ich ihn begrabe? Also, dieses mürrische Gesicht würde ich überall erkennen. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Der Wolf ist tot. Oh nein, nicht Fenrir. Wie kommt der Junge zurecht? Nicht gut. Er will ihn begraben. Ah, verdammt. Na schön, Bruder. Gute Nacht. Oha, was war das für eine Hand? Kratos? Kratos träumt, hä? Kommst du mit mir? Oh, shit! Ist das Faye? Bist du bereit? Kratos' Frau? Oder besser gesagt, die Mutter von Atreus? A.K.A. Loki? Geil! Die sehen wir zum ersten Mal. Das ist deine Jagd. Ich folge dir. Na schön, Sonnenschein. Alter, mega. Und dass sie halt Sonnenschein zu Kratos sagt. Aber er musste nicht leiden. Soll ich deine Grunzer verstehen? Sag mir, was du denkst. Wir jagen einen Jäger. Ein Wolf, ja. Jäger töten. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Deine Worte sind fehlgeleitet.
Nähere dich langsam. Ist schon gut, Kleiner. Wir wollen helfen. Nicht wahr? Nein, nein, nicht! Na los. Der kranke Wolf von jenseits des Symbols. Er hat einen Weg hineingefunden. Wie ich gesagt habe. Spannend. Wir hätten handeln sollen. Es ging uns nichts an. Aber jetzt schon. Ein Problem muss nicht erst an unsere Tür klopfen, bevor wir verantwortlich sind. Wenn wir die Macht haben, möglichen Schaden einzudämmen, sollten wir handeln. Statt uns zu verstecken und nichts zu tun. Wir verstecken uns nicht. Okay, das ist also Kratos Alte. Wir sind auf der Jagd nach einem Wolf. Und ich hatte sie mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Aber ihr wisst ja, ne? Rothaarige, rostiges Dach, feuchter Keller. So, räumen wir mal hier so ein paar Baumstämme aus dem Weg. What the fuck? Sie kann das auch? Soll ich denn etwa aufheben? Ah, da steht jemand unter der Fuchtel. Sehr brav. Was? Aber Kratos fragt sich nicht, wie sie so einen fucking Baumstamm einfach heben kann? Alter, schaut euch das Ding mal an. Ist bestimmt schwer. Kreislaufvorsprünge klettern. Wow. Oh, da muss ich ja gleich mal gucken. Einstellungen, Gameplay. Muss ich gleich mal gucken, interagieren und das müssen wir tauschen. Tauschen. Danke, interagieren ist X und ausweichen ist Kreis. Für mich ist halt leider Kreis immer ausweichen, ne? Fähig. Nicht anders. Oh, Wölfchen. Fähig. Die Zeit läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. Holy shit. Bruder! Bruder! Bruder? Alter, ich möchte nicht neben Kratos liegen, wenn der einen Albtraum hat. Wo ist Atreus? Deshalb habe ich gerufen. Er ist weggegangen, um den Wolf zu begraben. Ist eine Weile her. Er kann nicht weit sein. Perfekt. Und dann würde ich an der Stelle sagen, der Livestream läuft auf jeden Fall weiter, aber ich beende hier kurz das Video. Deswegen lasst mir gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo da und wir machen beim nächsten Mal weiter.